können eine grosse Macht haben. Worte können auch belanglos sein, das ist die andere Seite. Aber es heisst, der Bibel am Anfang war das Wort. Und wenn man die DNA-Analyse macht von einem Lebewesen, dann nicht selten merkt man, dass es irgendwo schon ganz am Anfang, auch bei diesen biologischen Worten, kann einen Schaden haben. Und das wirkt sich dann so aus, dass jede Zelle wieder den gleichen Schaden hat. Der ganze Organismus leidet nachher unter dem gleichen Schaden. Und dann wird es natürlich sehr, sehr kompliziert. Geistlich gesehen ist eben nicht immer bei DNA-Analyse so, dass eine Vaterschaft von Gott über dem Leben entdeckt wird, auszumachen ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist einiges auf jeden Fall noch schief und muss noch korrigiert werden. Jeder Vergleich hinkt natürlich, wenn wir von geistlichen Genen und natürlichen Genen reden, lässt sich nicht alles vergleichen, weil das würde ja dann heissen, wenn jemand einen Genschaden hat, kommt er schon fast geistlicherweise in den Bereich von der kalvinistischen Prädestination. Das heisst, die sind schon so geschaffen, dass sie nachher halt vielleicht in die Hölle kommen und nicht in den Himmel. Und das ist höchst problematisch. Er hat es auch nicht ganz so gemeint, der Calvin, aber es ist immer etwas, was umgeistert. Die gar nicht können, so weit kommen, dass sie schlussendlich Gottes Anerkennung finden. Aber so war es nicht gemeint gewesen. Der springende Punkt ist doch der. Anfängliche Unheilworte, von wem die denn schlussendlich auch ausgesprochen sind, von Gott nämlich nicht. Solche anfängliche Unheilworte können tatsächlich Unheil über ein ganzes Menschenleben bringen. Ausgesprochen werden die manchmal von Menschen über sich selber. Wenn einer zum Beispiel sagt, Gott verdammt, dann hat er ein Unheilwort über sich selber ausgesprochen und das wird kein Segen für ihn bewirken. Unheilworte können aber auch ausgesprochen werden von anderen Menschen. Und was wichtig ist, ist zu wissen, woher kommt die Inspiration zu solchen Worten. Die kommt wirklich aus dem Abgrund raus, dort, wo alle Freude vermiesen werden und das Gelingen vom Leben soll verhindert werden. Der Teufel selber inspiriert Menschen zu den Unheilworten, aber sie sprechen es leider dann oft aus. Ich mache euch jetzt einfach auf einen kleinen Merkpunkt aufmerksam, wo man dann sieht, die DNA ist schon fast ein bisschen in allen Zellen innen von einem Leben, ist schon eine ganze Existenz, die ist schon eingetaucht in etwas von dem Negativen, wenn zum Beispiel jemand zu Negativsätzen noch sagt, immer oder nie. Immer schlage ich an. Immer schlage ich an, jeden Tag, irgendwo, immer wieder schlage ich an. Da merkt man, es ist etwas schon so weit innen im Leben, dass es schon wieder bewirkt, dass es das nächste Mal wird passieren. Solche immer und nie Sätze bei etwas Negativem zeigen, irgendwo ist Unheil ausgesprochen worden und es wirkt. Einer ist zu mir gekommen für ein paar Ratschläge. Er hat eine berufliche Weiterbildung gemacht und ist immer in der Mathematik durchgefallen. Und ich habe ihm gesagt, das ist doch irgendwie nicht normal, ihr seid ja ein normal intelligenter Mensch und die Aufgaben, die da gestellt werden, sind nicht so schwierig. Immer wenn ich Zahlen sehe, fängt es mir an zu schwimmen vor den Augen, hat er gesagt. Nachher haben wir die Sachen ein bisschen näher angeschaut. Der Lehrer hat ihm schon ganz früh gesagt, als er noch in die Unterstufe gegangen ist, du kannst eben überhaupt nicht rechnen, du wirst so nie lernen. Und von dann an war das Rechnen für ihn ein Albtraum gewesen, in der 5., in der 7. bis in der 9. Und darüber hinaus nachher auf allen Berufsetagen, in allen Ausbildungsgängen, Mathematik war immer ein sehr schlechter Posten gewesen, für ihn ein Albtraum. Solche Aussagen, sei es von einer Lehrperson oder von älteren Teilen, sie wirken wie Flüche. Sie verfluchen einen Bereich des Lebens. Und dieses Leben kann sich dann nicht richtig entwickeln, weil die Worte sind so stark. Und sie gehen nicht selten eben schon in eine Kinderseele rein. Nachwirkungen sind unabschätzbar. Und dann ist es darum gegangen, in diesem Fall wie 100 anderen, dass man einfach dieser Person vergibt. Und dass man nachher um Wiederherstellung bittet, für das, was unterwegs geblieben ist, für das, was nicht zustande kam. Und für das man nachher, wie jetzt in diesem Fall, einfach Gott bittet, eine Liebe zu zahlen, zu schenken. Und das kann nachher passieren. Und siehe da, dort war es auch so gewesen. Weil das ist ganz normal, dass ein Mensch auch in dieser Gott-Ebenbildlichkeit auch diesen Teil von Gott, der ja logisch ist, kann gerne bekommen und dort drin auch erfolgreich sein, sicher nicht jeder gleich. Keine Angst, welches Gebiet, das es so immer war, wo ein Fluch ist ausgesprochen worden über dein Leben. Es gibt ein Lebenswort, das immer stärker wird sein als das andere.